Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Tiefkühlprodukte und haltbare Fertiggerichte, Convenience Food, wie man es so schön sagt, stehen uns heute zur Verfügung. Das hat unter anderem den Vorteil, dass man sich bei Aktionen kann günstig eindecken und für alle Fälle immer einen kleinen Vorrat daheim haben. Wenn es pressiert oder wenn jetzt unverhofft Besuch vor der Tür steht, sind aber je nachdem gerade die gefrorenen Produkte wegen der langen Auftau- oder Zubereitungszeit nicht unbedingt günstig. Eine ideale Ergänzung für solche Fälle ist ein Mikrowellenherd, der die Kochzeit auf ein paar Minuten reduziert. Am Beispiel von diesen geschwellten Herdöpfel möchte ich Ihnen jetzt gerade mal zeigen, wie das geht. So. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Backofen funktioniert ein Mikrowellengerät nicht mit Wärme, sondern mit extrem kurzen elektromagnetischen Wellen. Die durchdringen Glas, Porzellan oder Kunststoffgefäße und versetzen Wasser und Fettteile in den Lebensmitteln ins Schwingen. Die Teile die reiben sich aneinander, es entsteht Wärme und die Speisen werden gar. Das Geschirr wird übrigens durch die Mikrowelle nicht heiß, nur gewärmt durch, wie in diesem Fall jetzt hier, die gekochten Herdöpfel. Besonders gut fürs Kochen mit Mikrowellen eignet sich Gemüse, weil die Farbe und Form erhalten bleibt. Fisch ist auch sehr geeignet, weil er beim Anrichten nämlich nicht auseinanderfällt. Und jede Art von Snacks, weil es besonders schnell geht. Und natürlich kann man auch Babynahrung oder Getränke damit erwärmen. Sparen kann man mit dem Mikrowellenherd also Zeit und Geschirr und vor allem bei kleineren Portionen auch noch Strom. Und wenn Sie das Modell von Satrap jetzt kaufen, können Sie auch noch viel Geld sparen. Es eignet sich übrigens auch zum Schenken. Wenn man jetzt hier und dort wieder Gretti-Männer oder Gretti-Bänzer sieht, dann kann es nicht mehr lang gehen bis zum Santiklaus. Und weil es bei Coop jetzt eine ganze Reihe von Backzutaten zum Aktionspreis gibt, machen wir die Gretti-Männer gerade mal selber. Ich habe einen Hefeteig vorbereitet aus Hefe, Zucker, Mehl, ein bisschen Salz, Milch, Anke und einem verquirlten Ei. Ich habe den Teig so lange geschafft, bis er Blutter geworfen hat. Und jetzt, nach einer Stunde, ist er ums Doppelte aufgegangen und wir können anfangen mit dem Formen. Ein Schnitt für die Beine, für die Arme und den Kopf formen. Mit Ei bestreichen und Sultaninen und Haselnüsse zum Dekorieren verwenden. Und dann im vorgeheizten Ofen goldgelb backen. Ich bin sicher, mit diesen fantasievollen Gretti-Männern hat auch unser Santiklaus seine Freude. Viel Vergnügen! Und jetzt noch ein paar interessante Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Tauben Tommy-Senf mild statt 3,30 nur 2,50. Und 2 Tauben Tommy-Mayonnaise oder Tommy-Nase statt 4,80 nur 3,70. 500 Gramm Coop-Gutzli-Teig, 60 Rappen günstiger, zum Beispiel Enis-Brötli statt 2,60 nur 2 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter Coop-Himbeersirup statt 3,30 nur 2,70. Das Netz an 1 Kilo Clementine aus Spanien nur 1,60 und 2 Kilo für nur 3 Franken. Zum Schluss noch eine kleine Mitteilung. Bei Coop sind Kodak Duopack sensationell günstiger. Zum Beispiel 2 Kodak Color Gold 135,24 kostet nur 8,50. Auf Wiedersehen!